Hallo Leute und willkommen zurück zu Factorio. Brauche ich nur Eisen? So, jetzt muss ich mal gucken. Ja, im letzten Part haben wir ja eigentlich mal die letzte Mission geschafft. Ah, jetzt könnt ihr auch hier sehen. Das sind die Lichtbogenöfen. Okay, das geht dahin, das geht dahin. Was produzieren die da? Okay, Schaltkreise. Ja, momentan, ich bin gerade so ein bisschen überfragt, sorry. Einschnellen, naja gut, soll erstmal reichen. Ja, der soll mir nur mal kurz schnell hier Munition herstellen. Ja. Jetzt muss ich mal gucken, wo muss ich denn hin? Ja, hier wird es jetzt erstmal schnell für Basisverteidigung sorgen, wollte ich gerade sagen. Ah, da hinten könnt ihr auch schon die Umspannwerke sehen. Ja, das finde ich eben auch so gut gemacht, dass sie mittlerweile schon eine Animation, jetzt eine vernünftige Animation haben. Ja, natürlich auch ein vernünftiges Geräusch. Ja, das kann ich mich noch erinnern, als die frisch reinkamen, da haben die noch keine Animation großartig gehabt. Jo, machst du mal hin da? Muss auf jeden Fall dahin. Würde ich mal sagen. Ja, wenn ich jetzt wüsste, ob sie von unten kommen. Also von hier unten. Von da. Da könnte ich da nämlich auch vernünftig was aufstellen. Verteidigungsmäßig. Ja, dann bauen wir es erstmal. So. Komm schon. Am besten hier auch mal ein paar mehr Minen aufstellen. Die vielleicht mal ein bisschen besser verteilt sind. So.
Ja, jedenfalls, es hat mich schon ziemlich überrascht, dass noch was kam. Weil an diese Mission hier kann ich mich nicht erinnern. Aber die Mission kenne ich selber nicht. Also kann ich mich jedenfalls nicht dran erinnern. Ich meinte jedenfalls, da wo man den Computer geholt hat, das war die letzte Mission. Na. Deswegen wundert mich das schon so ein bisschen. Nein. Naja, jedenfalls bis jetzt lassen sie uns hier noch in Ruhe. Also. So. Jetzt erstmal hier die. Ups. Die Dingens hier. Verbessern. Könnte ich sogar gleich noch einen Lichtbogenofen aufstellen. Bin ich die überhaupt schon? Ja, kann ich. Ja, jetzt könnt ihr auch schon sehen, hier erweiterte elektronische Schaltkreise braucht man dazu. Gebrannte Ziege. Eieiei. Hat da keine Maschine für, ne? Ja. Ja, ist klar, das sind natürlich erweiterte Öfen, ne? Die verbrauchen natürlich auch erweiterte Materialien, ne? Trotzdem will ich erstmal zusehen, dass ich mal so schnell wie möglich die Verteidigung oben flott kriege. Ja, nervt mich gerade so ein bisschen, dass ich keine richtigen Materialien hier habe. Ah, ich sehe gerade, uns geht der Strom aus. Ja, das könnte an den Robotern sehen, dass die sich in Zeitlupe mehr oder weniger bewegen. Heißt, muss ich hier hinten mal nachgucken. Aber die dürften jetzt normal komplett ausgelastet sein. Sind die hier nicht brennen? Keine Ahnung. Die brauchen momentan mehr Leistung als eigentlich. Verbrauchen mehr Strom als verfügbar ist. So. Noch eine Dampfmaschine bitte. Ja,
Machen wir es wenigstens schön gleichmäßig. So. Ne, dann verstehe ich das aber nicht. Hier sehe ich jetzt verfügbare Leistung. Wieso bewegen die sich denn so langsam? Oder was? Ach, ja. War ein komplett anderes Netz da oben. Das war komplett durch die... Solarzellen gespeist. So. Ja, dann sehen wir zu da. Ich will die Verteidigung hier oben fit kriegen. Vor allem jetzt, wo ich halt schon wieder mehr mehr Dampfmaschinen gebaut habe, ne? Wird der Smog mit der Zeit auch größer? Ach, ganz unter uns ist auch noch eine Basis. Unter uns ist auch noch eine. Da habe ich nicht aufgepasst. Joa. Ganz große? Nee. Ja. Muss ich das jetzt mal mit den Kleinen machen hier? Geht das denn nicht? So, und dann haben wir schon mal den Strom für die Knickarme da oben. Ja, diese normale Munition, die hält die nicht unbedingt auf, also da muss man wirklich schon zusehen, dass man normalerweise eigentlich so schnell wie möglich die Panzerbrechende produziert. Ja, die verbrauchen doch schon ganz schön viel Eisen, ja, das ist schon heftig. Ja, jetzt kann ich euch das ja auch mal zeigen hier. Ne, klappt auch nicht. Das weiß ich aber ganz genau, dass das mal geklappt hat, dass man diese scheiß Steinfelsen einfach abbauen konnte, also kaputt schießen konnte mit dem Raketenwerfer.
Komm, Junge, mach ihn. Ja. Wie ich gerade gesagt habe, ich will jetzt erstmal zusehen, dass die Verteidigung steht. Ja. Naja. Jo. Haben wir stehen geblieben? Das reicht zweimal noch nicht, das weiß ich jetzt schon. Aber wir kommen näher. Haben wir denn da noch was im Vasen drin? Tatsache. Ja, dann mach mal. 200 und ach ja. Ja, jedenfalls kann ich euch ja mal zeigen. Das ist jetzt unser neuer Forschungsbaum. Wir sollen ja jetzt natürlich hier erforschen. Rohölüberführung. Da muss ich mal gucken, wo ist denn das? Ne, jetzt könnte man auch Landminen erforschen. Hier sind die Module, die ich gesagt hatte. Schwefel, Kunststoff, Sprengstoff, da. Na, erstmal das sollen wir erforschen und dann geht's, glaube ich, hier Plastik und so weiter, ne? Flüssigkeitsbehandlung, Kunststoffe, ja. Naja. Ich werde, glaube ich, sowieso erstmal zusehen, dass ich hier. Oh, muss ich mal gucken, wo war Stein? Da haben wir Stein. Das heißt, am besten mache ich das mal so. Weil dann brauche ich nämlich auch kein. Kein. Na komm. Brauchen wir auch keine Kohle dafür. Jetzt weiß ich bloß nicht, ob das so ging oder ob man da einen für braucht. Ne, das geht so. Ja. Ich habe ja noch 20 Öfen, sehe ich gerade. Ah. Vollidiot. Guti, dann pack da mal rein. Machen wir das so. Wenn diese scheiß Bänder endlich mal fertig wären, könnte ich hier auch ein bisschen wieder was machen. Schaltkreise haben wir da oben. Da brauche ich keinen mehr herstellen. Das dachte ich mir schon. Ist das nicht ewig, dass das nicht ewig gut geht da oben. Ja, das dachte ich mir nämlich schon, dass das nicht ewig gut geht da oben. Ja. Das war erstmal das schon wieder. Pack mal die Schuss da erstmal rein.
Ja. Ja, ganz schön Schnee. War ja ganz schön Schnee aufgebraucht. Naja, so. Mit euch. Das geht ja eigentlich ziemlich schnell. Ja, na komm. Ja, aber auf die Basis hier unten muss ich aufpassen. Ja. Da habe ich nämlich jetzt gar keine Verteidigung momentan. Ich glaube, die greift sogar als nächstes an. Ich mich nicht irre. Tja. Na, aber wenigstens, wir haben schon mal hier Steinchen und können dann schon mal ein bisschen hier dann die Öfen bauen. Wenn wir müssten, wollten, wie auch immer. Machen wir es erstmal so. Ach ja. Ja. Okay. Na, seht ihr. Was jetzt hier mehr oder weniger für die nächsten Folgen geplant ist. Hier so ein bisschen erstmal die Basis absichern in dem Sinne. Dass wir nicht mehr wirklich so durchkommen. Ja, Leute. Das wird schon wieder gewesen sein für heute. Ich bedanke mich wieder vielmals fürs Zuschauen. Über Daumen und Kommentare würde ich mich natürlich sehr freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.